mir hier einen Sakko angezogen, richtig schick gemacht. Darunter habe ich vielleicht noch ein Schlafshirt an, aber das ignorieren wir. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, Mensch, Loser Luca, warum hast du denn einen Sakko angezogen? Gibt's hier irgendwie einen besonderen Anlass? Hast du die Frau fürs Leben gefunden? Wirst du heiraten? Nein. Wir schauen uns heute mal ChatGPT schauen wir uns heute mal an. Falls ihr davon nichts mitbekommen habt, mein Beileid, ihr lebt hinterm Mond. Kurz zusammengefasst ist ChatGPT quasi genauso wie der Cleverbot, nur 2 Milliarden liegen krasser. Man kann ihn nämlich nicht nur so Sachen fragen, wie es ihm geht oder was er gerade anhat, sondern man kann sich auch einfach die Kernspalttheorie-Physik erklären lassen. Und ich weiß nicht mehr, ob das existiert. Wir starten dennoch ganz entspannt mit Hallo, wie geht es dir? Hallo, mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte gern wissen, was du heute gefrühstückt hast. Schreibe ich einfach mal. Ich bin ein Computerprogramm. Ich habe keine Möglichkeit zu essen oder zu trinken. Ich bin nur in der Lage, dir durch den Austausch von Informationen zu helfen. Gibt es etwas Spezifisches, bei dem ich dir behilflich sein kann? Ich hätte gern 10 Millionen Abos auf YouTube. Man muss ja klein anfangen. Er antwortet, es ist ein großes Ziel, 10 Millionen Abonnenten auf YouTube zu haben. Um dies zu erreichen, gibt es mehrere Schritte, die du unternehmen kannst. Hier sind einige Tipps. Erstelle qualitativ hochwertigen Inhalt. Da scheitert schon. Versuche regelmäßig neue Videos hochzuladen, um deine Abonnenten zu unterhalten und dazu zu bringen, wiederzukommen. Drittens, nutze soziale Medien. Verwende andere soziale Medien, um deine Videos zu teilen und neue Zuschauer zu gewinnen. Antworte auf Kommentare und Fragen deiner Zuschauer und baue eine Beziehung zu ihnen auf. Investiere in Werbung für deine... Ey, okay, ich habe kein Buch abonniert hier. Es ist wichtig zu bedenken, dass das Wachstum deines Kanals Zeit und Geduld erfordert. Halte deine Ziele realistisch und arbeite hart daran, deine Zielgruppe zu erreichen und deine Inhalte zu verbessern. Also grob zusammengefasst soll man all die Dinge machen, auf die ich seit 11 Jahren YouTube komplett scheiße. Wenn ChatGLP allerdings schon sagt, ChatGPT, GLP bin ich dumm, wir brauchen einen anderen Namen für das Programm, schreibt mir irgendwas unten in die Kommentare, wie könnte man so einen Roboter nennen. Wenn dieser Olm hier allerdings schon sagt, dass wir das mit den 10 Millionen Abonnenten wahrscheinlich nicht erreichen werden, weil wir die ganzen Sachen eh schon nicht erfüllen, dann würde ich sagen, fragen wir ihn etwas anderes. Wie werde ich Milliardär? Weil Millionär bin ich ja schon längst. So wie ich diese Website... Guck mal, er antwortet jetzt schon wieder direkt. Ey, das ist wirklich krass, wie schnell der antwortet. Es gibt viele Wege, um ein Milliardär zu werden, aber es erfordert in der Regel viel harte Arbeit, Durchhaltevermögen und Risikobereitschaft. Einige Möglichkeiten, um dieses Ziel zu erreichen, können sein. Gründe ein erfolgreiches Unternehmen. Viele Milliardäre haben ihr Vermögen durch die Gründung und Führung erfolgreicher Unternehmen gemacht. Investiere in Aktien, Immobilien und andere Vermögenswerte durch kluge Investitionen. Ey, das ist krank, diese Website, ne? Die kann dir no joke auf alles... ne. Kann dieser Wally hier theoretisch Deutsch-Hausaufgaben für einen erledigen? Die kleine Tochter meiner Nachbarn kennt mich und wurde letztens umgeschult und hat mir dann als Geschenk ihr Schulbuch aus der 8. Klasse gegeben. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe mich auf jeden Fall eher so semi darüber gefreut. Auf jeden Fall fängt man tatsächlich im Deutschunterricht der 8. Klasse in Deutschland schon an mit Gedichtsanalyse. Das ist der größte Scheiß. Ich weiß, dass ihr das braucht und dass ihr aufpassen müsst dafür die Klausuren, aber danach, glaubt mir, ich bin 26, ich habe in meinem ganzen Leben nie wieder ein Gedicht analysieren müssen. So oder so fragen wir ChatGDW jetzt allerdings mal, wie wird das Göttliche von Goethe interpretiert? Da bin ich mal gespannt, ob er mir hier weiterhelfen kann. Ah, er schreibt schon. Das Göttliche ist ein fragmentarischer Text von Johann Wolfgang von Goethe, der niemals vollendet wurde und in dem er seine Gedanken über Religion, Gott und die Natur reflektiert. Es gibt viele Interpretationen dieses Bei mir scheitert schon daran, dass ich nicht mehr die Antwort lesen kann. Also wir haben verschiedene Genau. Wenn es diese Website gegeben hätte, als ich noch zur Schule gegangen wäre, ne? Ich hätte keine Hausaufgabe mehr selbst gemacht. No joke, schickt dieses Video mal euren Mitschülern in eure Klassengruppen rein, keine Ahnung was, oder diese Stelle oder filmt, das hat mir scheißegal. Ich nehme euch wahrscheinlich stundenlange Hausaufgaben für die Zukunft ab, indem ich euch diese Website hier gezeigt habe. Nehmen wir jetzt allerdings mal eine Aufgabe aus dem Matheunterricht. Und zwar, was genau besagt der Satz des Pythagoras? Guck mal, er kommt an seine Grenzen hier, ich merke schon. Der Satz
ist das Pythagoras? Nein, der zeigt mir sogar... Nein, das wird so geschrieben? Was soll ich sagen, Bruder? Ey, das ist irre, ne? Der erklärt erstmal, was das überhaupt ist. Dann schreibt er den hin. Dann erklärt er die Formel. Und dann sagt er noch was zur Geschichte. Ihr müsst euch halt mal überlegen, dass genau das, was diese Website schreibt, steht in diesen Worten nirgendwo anders im Internet. Das heißt, ihr könnt es ruhig eins zu eins abschreiben für eure Mathe-Hausaufgaben oder Deutsch oder welches Fach auch immer. Und er geht dabei auch noch mit einer perfekten Rechtschreibung, grammatikalischen Wortsetzung, Kommasetzung, mit allem Möglichen perfekt vor. Und es gibt auch noch einen Dark Mode. Aber der ist hässlich. Wir haben also mittlerweile herausgefunden, dass ChatKDW alle möglichen Hausaufgaben für einen beantworten kann. Er kann mir sagen, wie ich auf YouTube erfolgreich werde, wie ich Milliardär wäre, aber was er noch nicht beantwortet hat, ist, was die beste Merchandise-Website der Welt ist. Luca-shop.de. Was ist die beste Merchandise-Website weltweit? Da kommt er wahrscheinlich auch wieder ein bisschen an seine Grenzen, weil Merchandise jetzt erstmal ein Wort ist, was Englisch ist. Da ist er schon wieder. Es gibt viele Webseiten, die Merchandise verkaufen, und welche am besten ist, hängt von der individuellen Anforderungen und Präferenzen des Benutzers ab. Einige der größten und bekanntesten Websites für Merchandise weltweit sind Amazon. Luca-Shop ist eigentlich auf der 1 mit den Umsätzen. Kennst du den Luca-Shop.de? Ich bin ein Computer und hab Dinge... Mensch! Der kann mir nicht sagen, ob es ein Luca-Shop.de gibt oder nicht. Ist LaserLuca der beste deutsche YouTuber? Meine Damen und Herren, das fragen wir irgendwas, ich weiß auch nicht ganz genau. Wir fragen das auf jeden Fall den Roboter hier auch mal. Und er antwortet noch gar nichts. Ist er jetzt sprachlos? So lange hat er noch nie gebraucht. Ist eine ganz normale Frage. Kannst einfach ja schreiben. Ein Tag später. Hallo! Komm, jetzt mach! Der kommt nicht klar. Dieses Programm ist überall in den Medien und in den Nachrichten zu sehen, weil es angeblich jede Frage beantworten kann. Aber die Frage, ob LaserLuca der beste deutsche YouTuber ist, das bringt ihn zum Schwitzen. So wie mich in diesem hässlichen Zara-Sakko, was ich mir für 30 Euro gerade gekauft habe. Das war die LED-Lampe. Das ist eine subjektive Frage und hängt von den persönlichen Präferenzen und Meinungen jeder... Nee, das ist überhaupt nicht subjektiv. Der ist der beste YouTuber. Komm. An der Stelle würde ich das heutige Video allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn ich euch mit dieser Website eventuell für die Zukunft einige Hausaufgabenstunden abnehmen kann, dann abonniert meinen Kanal, klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen, und sendet dieses Video in eure Klassengruppe. Ja. Website ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also, schaut da gerne mal vorbei und bringt dir mal bei, dass LaserLuca der beste YouTuber ist. Das kann ja nicht sein.